Die Bronzene Bruderschaft ist einer der gefürchtetsten und berühmtesten Söldnertruppen der Freien Städte. Sie dienten stets dem Höchstbietenden und während des Krieges war das Kyros. Most of the Brotherhood perished in the war, but a handful. The crew hired to work at Lethian's Crossing. They got to babysit the Forgebound and survived the last few years with minor losses. Die meisten Kämpfer der Bruderschaft sind im Krieg gefallen. Der kleine Trupp aber, der für Lethians Kreuzung angeworben worden war, um dort die Eisengemunden zu behüten, überlebte die letzten Jahre mit nur geringen Verlusten. The band is too small to be a serious threat to the disfavored or the chorus. But they are scourge-worshipping berserks that will adopt any enemy for the right price. Maybe even Kairos. Die Gruppe ist zu klein, um für die Geschmähten oder den Chor eine ernstzunehmende Bedrohung darzustellen. Dennoch, sie sind Berserker, die Plagen anbeten und gegen jeden Feind losziehen, wenn der Preis stimmt. Vielleicht sogar gegen Kyros. Gibt es noch andere Überbleibsel der jüngeren Königreiche? Several sages came to our aid during the second battle of Vendrian's Well. I at first thought they meant to kill me. But instead they put their lives on the line for us. Während der zweiten Schlacht von Vendrian's Punkt kamen uns mehrere Weise zur Hilfe. Anfangs dachte ich noch, sie wollten mich töten, aber stattdessen riskierten sie ihr Leben für uns. They spoke of others in their guild braving the Edict of Fire to salvage lore from the Burning Library. Though I may find them untrustworthy, it must be said that the sages have a certain fearlessness toward the Overlord. Perhaps that could be kindled further. Sie sprachen von anderen in ihrer Gilde, die dem Edikt des Feuers trotzten, um Wissen aus der großen Bibliothek zu bergen. Ich halte die Weisen zwar nicht für vertrauenswürdig, aber es muss gesagt werden, dass sie gegenüber dem Oberherrn eine gewisse Furchtlosigkeit an den Tag legen. Vielleicht könnte man das noch weiter ausbauen. Historically speaking, an alliance with the School of Ink and Quill is just asking to have your efforts stolen and your goals undermined. Mark my words, some things never change. Historisch gesehen würde man mit einem Bündnis mit der Schule von Tinte und Feder nur darum bitten, sich seiner Leistungen zu berauben und die eigenen Ziele unterwandern zu lassen. Erinnere dich an meine Worte. Manche Dinge ändern sich niemals. Hättest du sie lieber als unsere Feinde? Well, perhaps we can shove them in front of the enemy. And the ones that volunteered at Vendrian's Well weren't all bad. Naja, vielleicht können wir sie dem Feind vor die Klinge schubsen. Und die, welche sich bei Vendrian's Boden freiwillig meldeten, waren gar nicht so schlecht. Lass uns das Thema wechseln. Was kannst du mir über die unterschiedlichen Nationen in den Stufen erzählen? Bevor Kyros kam, bestanden die Stufen aus den jungen Königreichen, der Bastardstufe und den freien Städten. In ungefähr dieser Reihenfolge der Bedeutung. Wir alle können unsere Wurzeln zu den fünf Ehefrauen zurückverfolgen, obwohl ein Stück Ahnenküstenlinie manchmal alles ist, was wir gemeinsam haben. Was kannst du mir über die jungen Königreiche erzählen? Hafen dazu, Apex und das Rollenbeugsame Land waren über die letzten vier Jahrhunderte die vier tonangebenden Kräfte der Stufen. Zwar haben es auch noch ein paar andere Dynastien versucht, aber schließlich wurden sie alle besiegt oder von den vier jetzigen absorbiert. Ich weiß nicht genau, wann die Bezeichnung jüngere Königreiche Mode kam, aber es war schon immer eine Bezeichnung des demütigen Gegensatzes. Schau dir nur die Altmauern an. Jemand war vor uns da und hat sie gebaut. Ich weiß eigentlich nichts über sie, aber es ist schon einleuchtend, dass es ältere Königreiche gegeben haben muss, die all dies gebaut haben. Bevor Kyros kam, bestanden die Stufen aus den jüngeren Königreichen. Ja, das hatten wir schon. Was ist mit der Bastardstufe? Das ist der nördlichste Ort der Stufen und der Flaschenhals zum Nordreich. Er ist jahrhundertelang ein Handelsknotenpunkt gewesen und eine lange Blutlinie von Händlerfamilien und Privatarmeen haben das Reich weitestgehend anarchisch gehalten. Obwohl viele von uns darüber Witze rissen, dass die Bastardstadt von tollwütigen Hunden geplündert wurde, war Tunons Eroberung der Stadt ein schrecklicher Schlag für die Moral des Stufenvolks. An diesem Tag wurde uns klar, dass Kyros mehr als nur ein Schauermärchen zur Verängstigung von Kindern war. Bevor Kyros kam, ja, das hatten wir schon, was ist mit den freien Städten? Bis auf ihre Unabhängigkeit von den jüngeren Königreichen gibt es an den freien Städten kaum etwas Freies. Sie befinden sich nicht in physischer Nachbarschaft, sondern sind eher durch ihren Hass auf die anderen Reiche politisch verbündet. Die meisten freien Städte wurden von Kyros Truppen mit Leichtigkeit besiegt. So wie man es mir gesagt hat, musste Neat ihre Söldner nur von Agenten anwerben lassen und ihnen befehlen, bei der Ankunft der Armee des Oberherrn einfach woanders zu sein. Ja, lass uns das Thema wechseln.
Lass uns weiterreisen. Gut, das heißt Bastardstadt. Ich finde es auch lustig, dass das mittlerweile so langsam ist. Tun uns Gericht. Ah, ich glaube, bevor ich hier jetzt Tun und Beweise gegen Graven Ash oder Nerath vorlege. Von welcher Gruppe bist du denn? Keine Ahnung. Gerichtsbeamter Cordius. Geschmähte Scharlachroter Chor. Alle anwesend. Ein Fürst Hunan. Ich muss in dieser Angelegenheit auf nicht schuldig plädieren. Das wird das Gericht entscheiden. Die Eisengebundenen sind meine Untertanen und ich erwarte mehr von ihnen. Ihr bewahrt das Geheimnis des Eisens, das darf nicht vergessen werden. Schicksalsbinder, so nett, dass du dich uns anschließt. Ich frage mich, ob du beim Urteil dieser Sache behilflich sein wirst. Wie immer bin ich neugierig darauf, deiner Vollstreckung von Kurs Gesetz beizuwohnen. Es wäre mir eine Freude, euer Ehren. Hervorragend, schmied deine Aussage. Der eisengebundene Handwerker räuspert sich. Ich kaufte hübschen Tann von einem Kaufmann, der an Nethians Kreuzung vorbeikam. Ein Stein voller Schönheit und Kraft. Über die Zeit formte ich ihn in einen Hammer, um damit Eisen zu klopfen. Die Eigenschaften des Steins waren unglaublich. Ich konnte den Hammer härter und schneller schwingen, ohne mich anzustrengen. Er erhöhte meine Eisenwaffenproduktion um das Zehnfache. Bis dein Meister Verdacht schöpfte und dich mir übergab. Der Teil, von dem du sprachst, war ein Greifstein. Das ist ein Artefakt, das bekannterweise aus den für alle verbotenen Altmauern stammt. Die Anklage lautet auf unerlaubtes Eindringen und Diebstahl von verbotenen Artefakten. Du darfst fortfahren, Schicksalsbinder. Wusstest du, woher der Greifstein kam? Zuerst nicht. Der Kaufmann wollte mir seine Quelle nicht verraten, aber ich brauchte nicht lange, um eins und eins zusammenzuzählen. Ein Objekt mit solcher Macht begegnet einem einfach nirgendwo anders. Als du erkannt hast, woher das Objekt stammt, hast du aufgehört, es zu verwenden? Nein, als ich es dann wusste, war jeder Schlag mit dem Hammer eine schreckliche Schande. Aber ich wusste, dass ich das Richtige für Kyros tat. Ich schickte seiner Armee die besten Waffen, die ich je hergestellt hatte. Dachte, das würde mir Absolution erteilen. Da habe ich wohl falsch gelegen. Hast du jemals bezüglich der Verwendung des Hammers gelogen? Nein, ich meine, die anderen Spiele waren neugierig, was meine Arbeit betraf. Aber niemand dachte daran, mein Werkzeug unter die Lupe zu nehmen. Und da niemand fragte, habe ich auch nie etwas erzählt. Also Vorenthaltung der Wahrheit, in Kyros Augen gerade so ruchlos. Was, wenn dein arkaisches Werkzeug jemand verletzt hätte? Oder dich? Was wäre dann aus deiner Eisenproduktion geworden? Ich weiß es nicht, euer Ehren. Ich bin bereit, ein Urteil zu fällen. Ich vertraue deinem Bauchgefühl, Schicksalsbinder. Sorge dafür, dass ich es nicht bereue. Der Schmied hat Kyros nicht betrogen. Es sollte ihm die Freiheit gewährt werden. Kann ich leider nicht sagen. Das Artefakt und seine Verwendung waren verboten. Der Schmied ist schuldig. Ist er eher. Verbotenes Wissen ist ein Tabu der Kyros-Gesetz, aber der Schmied war unwissend. Also, ich kann gehen. Also erstmal habe ich Gunst zu gewinnen. Sein Blick war dann von dir zu tun und wieder zurück, panisch und unsicher. Eine gerissene Interpretation von Kyros Gesetz, aber ich kann ihre Gültigkeit nicht abstreiten. Nun gut, der Eisengebundene darf sich wieder seinen Aufgaben widmen. Allerdings nur das gebräuchliche Werkzeug verwenden, verstanden?
Ja, euer Herrn, ich werde mich sofort wieder zurück an die Arbeit begeben. Das lese ich das nächste Mal vor. Obwohl, ich lese es gleich vor, weil sonst vergesse ich es wieder. Lieber Benoit, basierend auf deiner Erzählung scheint es weit hergeholt zu glauben, dass diese Ereignisse nur ein Zufall oder den Umständen zu verdanken waren. Gyros Edikt der Hinrichtung sollte es jemandem ermöglichen, die Himmelfahrtszeit für sich zu beanspruchen. Zu glauben, dass Gyros es nicht kommen sah, hieße die Weitsicht des Oberherrn enorm zu unterschätzen. Du wurdest in die Arena der Mächtigen gestoßen, deine Möglichkeiten sind zurückziehen in die Verborgenheit, Selbstmord oder dich der Situation stellen. Ich würde Letzteres empfehlen. Wenn ich du wäre, würde ich meine Verbindung zu den Türmen nutzen, um herauszufinden, ob sie alle in meiner Gegenwart erwachen. Jede Frau, jeder Mann in den Stufen sieht die Türme am Horizont. Wenn sie wissen, dass du der Meister der Türme bist, werden sie jedes Mal, wenn sie die Sonne auf- und untergehen sehen, dich sehen. Pflege deinen mächtigen Ruf, mache, dass andere dich fürchten. Das ist, was ich mein ganzes Leben lang Kyros und allen lebenden Archonten tun haben sehe. Das ist gut und Grund. Zum einen ist es praktisch, dass Macht und der entsprechende Ruf dich vor Bedrohungen abschirmt und zum anderen ein weniger bekanntes Element, das ich nicht beweisen kann. Aber mein Herz sagt mir, dass es wahr ist, die Angst und Liebe der anderen wird deine Magie verstärken. Diesen zwei Gründen schließe ich aus meinen Gesprächen mit Bladen Mark. In den seltenen Fällen, da er über seine grausame Arbeit der Hinrichtung derer, die sich erheben könnten, um den Oberhard zu bedrohen, gesprochen hat, deutet er an, dass es einfacher ist, Abtrünnige zu töten, bevor sie berühmt und gefürchtet werden. Ich sah, wie Gravel Ash, einem unbekannten Milizsoldat zu einem gefürchteten General wurde, und ich kann dir versichern, er hatte zu der Zeit, als er ohne Titel war und keinen Ruf hatte, nicht die Macht, seine Krieger zu beschützen. Die Archonten werden die Herkunft ihrer Macht niemals preisgeben, denn dieses Wissen könnte gegen sie verwendet werden. Aber... warum kann ich das... Ach so, weil ich auf Wissen fahre. Aber so wie alle Archonten kenne ich sie versessen darauf, ihre Macht zu präsentieren. Deine Verbindung zu den Türmen wird sicherstellen, dass dich die Archonten kontrollieren und vernichten werden wollen. Es ist nur eine Frage, wann. Beginne damit, wie ein Archont zu denken und zu handeln. Soweit es mich betrifft, bist du ein Archont, der Archont der Türme. Wir sind schnell damit, eine Macht, die wir leicht erkennen, einen Stempel aufzudrücken. Und die Geschichte ist voll von Archonten des Feuers und Eises. Es ist närrisch zu denken, dass es ein Wort für eine Sache geben muss, bevor sie von Archonten kontrolliert werden kann. Es ist genau andersherum. Die Archonten zeigen uns, was möglich ist, und wir müssen im Takt mittanzen. Mythios. Ich kann noch mehr nach ihr. Ist sie noch nach mehr fragen? Ist das nicht langsam ein bisschen überheblich? Fragen wir sie mal nach Bladen Mark. Liebe Mythios, deine Weisheit in dieser Sache wird hoch geschätzt. Du hast Bladen Mark und seine Hinrichtung erwähnt. Während meiner Ausbildung deutete Schicksalsbinderin Kallio an, dass Bladen Mark Arbeit das Töten von Bedrohungen beinhaltet, bevor sie sich zu einem wirklichen Problem entfalten. Und so fand ich es interessant, dass du diesen Punkt bestätigt hast. Also rein hypothetisch, ich wäre ein Archont. Ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis Bladen Mark geschickt wird, um mich zu töten? Sollte ich dem Gericht auf grandiose Art meine Loyalität zeigen, um seinen Verdacht zu beschwichtigen? Ja, das sollten wir mal lieber fragen. Weil Bladen Mark steht da unten rum. Wie wäre es mit etwas Spielraum, Kind? Okay. Ich weiß nicht, ob ich tot oder selber etwas fragen will oder ob ich mich nur mit meinen drei Freunden hier, vor allem Rogalos, unterhalten sollte. Aber ja, den Zeitpunkt nutze ich jetzt mal lieber, um einen Cut zu machen. Also speichere ich hier mal. LP19 wäre das dann. LP, jetzt muss ich mal kurz gucken, habe ich das doch konsistent gehalten? Jo. 19. So, speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.